Also, Henning Hacker hat gerade mit dem Einsatzleiter der Polizei gesprochen. Die Polizei hat jetzt eben gesagt, dass die Seitenstraßen geöffnet werden. So, Henning, du sagst mir, wenn ich was Falsches sage, du stellst gleich richtig. Also, der Plan ist jetzt, die Seitenstraßen werden geöffnet. Das heißt, die, die in den Seitenstraßen am nächsten sind, schaffen Platz und gehen so weit raus wie möglich, dass wir sehr schnell das auflösen können. Der Demozug wird dann ohne die LKWs in Richtung Siegessäule gehen. Die Polizei wird vorne aufmachen. Sind wir gerade hinten oder vorne? Wir sind vorne. Das heißt, okay, wo wir sind, ist vorne. Das ist ein gutes Zeichen. Also, zunächst mal meinen herzlichen Dank an die Polizei für dieses Signal der Rechtsstaatlichkeit. Gut, jetzt wo das gesagt wäre, ich appelliere jetzt an alle, haltet so viel Abstand wie möglich. Die Seitenstraßen füllen, sobald die Polizei die freigibt. Dann wird der Demozug langsam in Richtung Siegessäule starten. Kommuniziert untereinander. Also die Polizei hat gesagt, jeder kann in die Richtung gehen, wo er möchte. Ich übersetze euch das mal. Versucht, den Platz zu nutzen. Es geht nicht darum, und das sage ich in aller Deutlichkeit, und ihr kennt mich inzwischen darum, den besten Platz an der Siegessäule zu haben. Es geht nicht darum, als Erster da zu sein. Bei uns geht es hier und heute darum, zu zeigen, dass wir alle Regeln einhalten, die wir einhalten können, solange sich der Staat an die rechtsstaatlichen Regeln hält. Das hat jetzt hier sehr gut funktioniert. Deswegen wird der Demozug sich jetzt wahrscheinlich in diese Richtung bewegen. Lasst hinten so viel wie möglich Platz. Gebt es nach hinten durch. Sagt den Menschen, dass ich das gesagt habe und appelliert an alle, an die Vernunft. Wir sind alle friedlich, wir versuchen alles einzuhalten, was uns möglich ist. Schafft so viel Platz wie möglich. Wenn ihr als Letzter an der Siegessäule ankommt, ist das überhaupt kein Thema. Die Stadt Berlin wird heute aus allen Nähten platzen. Es ist völlig egal, wann ihr ankommt. Es ist wichtig, dass auch wir heute in Berlin wieder ein Signal gesetzt haben, dass die Demokratie in diesem Land lebt. Und die Demokratie steht momentan auf dieser Straße und die Demokratie hat sich durchgesetzt. Also, ich werde jetzt höchstwahrscheinlich an anderer Stelle gebraucht. Deshalb gebe ich das Mikrofon jetzt weiter. Wie gesagt, ich bitte euch darum, haltet so viel Abstand wie möglich. Wenn es euch zumutbar ist, diese Mund-Nase-Bedeckung zu tragen, dann tut das bitte. Wenn ihr einen Attest habt, haltet es in der Hand, dass die Beamtinnen und Beamten das auch sehen. Und dann schaffen wir jetzt einfach so viel Platz, dass das hier jetzt geordnet weitergeht. Die LKWs bleiben hier und dann machen wir uns alle auf verschiedenen Wegen Richtung Siegessäule. Ich danke euch, bitte kooperiert, bitte bleibt friedlich, bitte bleibt freundlich. Und sollte irgendwas nochmal passieren, setzt euch hin, ihr wisst alle, was das Richtige ist. Und wir sehen uns an der Siegessäule, ob es im Fernsehen ist oder nicht, es kommt nicht darauf an. Ich glaube, ich habe da deutlich gemacht, was hier wichtig ist. Gebt es an alle weiter. Ich danke euch und ich danke den Bürgern in Uniform für dieses mutige Signal. Ich bin mir relativ sicher, dass der Herr Geisel das erhalten hat. Und Herr Geisel, sofern das jetzt Ihr Befehl war und Ihre Anweisung, dann bedanke ich mich auch ganz herzlich bei Ihnen. Danke.